Der 17. Juni wurde heuer als Europäischer Tag der Freiwilligen begangen. Aus diesem Anlass entschied sich die Feuerwehr Hallein wieder einmal eine große Schauübung durchzuführen. Mit dabei historische Einsatzfahrzeuge aus dem ganzen Tenningau. Wenn mitten am Vormittag die Sirene aufheult, so wie am 18. Juni in Hallein, heißt das normalerweise nichts Gutes. Auslöser war diesmal ein Dachstuhlbrand mitten im Ortskern. Zum Glück für alle Beteiligten handelte es sich dabei nur um eine große Schauübung der örtlichen Feuerwehr anlässlich des europaweiten Tages der Freiwilligen. Bereits wenige Minuten nach dem Sirenengeheul steuerten schon die ersten Einsatzautos auf den Brandort zu. Viele Zuschauer staunten nicht schlecht, denn es handelte sich um historische Fahrzeuge mit teilweise mehr als 40 Jahren auf dem Buckel. Aus den Wegen sprangen Feuerwehrmänner mit jahrzehntelanger Erfahrung, die sich redlich bemühten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Das Herz von einem Feuerwehrmann blutet natürlich immer, wenn er zum Einsatz gerufen wird, wenn es auch nur eine Nostalgieübung ist. Und da steigt das Adrenalin auch bei einem Alten noch hoch. Die Stadt ist schon in Mitleidenschaft gezogen. Wir versuchen unser Bestes da irgendwo noch. Brand aus konnte der Einsatzleiter letztlich leider nicht vermelden. Dafür gab es allerdings einen guten Grund. Wir haben natürlich versucht, da nicht allzu geschickt umzugehen, damit für unsere jungen Kameraden dann auch was zu tun bleibt, die dann gezeigt haben, wie es halt heutzutage zugeht. Aber von der Ausrüstung her war das durchaus zeitgerecht. Wie wir zur Feuerwehr gegangen sind, eben 1963, war das unsere Ausrüstung und mit denen haben wir das Feuerbekämpfen gelernt. Nachdem die historischen Fahrzeuge das Feld geräumt hatten, zeigte die Feuerwehr Hallein, wie ein solcher Einsatz mit modernem Gerät bewältigt wird. Der Dachstuhlbrand war dabei nur eine Herausforderung, galt es doch auch mehrere Personen aus dem Gebäude zu retten. Wir haben dann sofort mit der Brandbekämpfung begonnen, haben einen Innenangriff gestartet mit der Personensuche und auch mit dem Löschangriff. In weiterer Folge wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und ein Atemschutztrupp hat dann einen Außenangriff über die Drehleiter vorgenommen. In weiterer Folge haben wir dann dass eben eine Person beim Fenster runterspringen wollte, haben wir sofort den Sprungretter in Stellung gebracht und die Person konnte ungehindert runterspringen. Und eben ein weiterer Atemschutztrupp wurde dann nochmals ausgerüstet, um eine weitere Person noch zu suchen und wurden auch beide Personen gefunden und dem Roten Kreuz übergeben. Alle Aufgaben wurden von den Einsatzkräften tadellos bewältigt. Nicht nur deswegen fiel das abschließende Fazit sehr positiv aus. Wir sind eigentlich sehr zufrieden. Es waren doch einiges an Bevölkerung der Stadt allein da. Natürlich von der auswärtigen Feuerwehren ebenfalls hier. Der Wettergott hat es auch gut gemeint mit uns. Es hat nicht mit Wasser heruntergeschüttet, sondern wir haben das Wasser nach oben befördert und somit kann man zufrieden sein. Einer der Hintergründe der Veranstaltung war auch die Gewinnung von Nachwuchs. Es ist besser, wenn wir jetzt agieren, als wir in 5 oder 10 Jahren zu reagieren, weil Nachwuchs fehlt natürlich überall, geburtenschwache Jahrgänge sind vorhanden und kommen auch in den nächsten Jahren. Und da heißt es jetzt natürlich schon, gewisse Aktionen zu setzen, dass man dann die Feuerwehrleute für morgen zur Verfügung haben. Neben der großen Schauübung fand am selben Tag noch die Zertifizierung von 5 historischen Fahrzeugen aus dem Tenningau statt. Dabei wurde der Gesamtzustand nach strengen Kriterien bewertet. Wir schauen sogar unter das Fahrzeug, das Getriebe und alles, was halt dazugehört. Da geht es um Originalität. Wenn die Feuerwehr sagt, das Fahrzeug ist Darstellungsjahr beispielsweise 1954, dann wird das Fahrzeug so bewertet, wie zur damaligen Zeit das Fahrzeug hat ausschauen sollen. Und dann natürlich der Erhaltungszustand, nicht? Ob das Fahrzeug verrostet ist und solche Sachen halt. Nicht? Es wird ja die Funktionalität getestet, ob die Fahrzeuge noch fahren und so weiter. Nicht? Der Sinn ist dass man die Arbeit dieser Feuerwehrkameraden, die sich bemühen, dieses feuerwehrhistorische Kulturgut zu bewahren, entsprechend anerkennt.